Okay, wir können gehen. Irgendwohin. Das ist meine Sache. Ich kümmere mich darum. Irgendein Zeichen von den Piraten, die meinen Kontakt verschleppt haben? Wir haben zu viel Hintergrundstrahlung. Da draußen kann sich alles Mögliche verstecken. Der Orbit ist voller Trümmer. Das passt. Es sollen Plünderer sein. Ich hatte gehofft, Bradley oder welche von unseren Kolonisten würden nachkommen. Mitkommen. Wir arbeiten mit dem, was wir haben. Wie lautet der Plan? Irgendwo da draußen gibt es ein Schiff voller Piraten. Sie haben vielleicht unsere Spezifikation. Dank Ihnen. Ja, dank mir. Also können wir nicht frontal angreifen. Also würde ich auf Ihre Plünderernase spekulieren. Mit den Trümmern. Ich erklär's in der Luftschleuse. Wir haben genug Zeit vergeudet. Ich sage, wir ziehen los, erschießen Piraten und retten Leute. Wir kriegen das hin. Okay, ich bin dabei. Was immer wir jetzt auch machen. Ja, ich dachte schon, dass... Moment, was? Also, na klar, ja, verdammt. Wenn wir es richtig anstellen, bringen Sie uns genau dahin, wo wir hinwollen. Ich habe einen Plan. Mir gefällt dieser Plan nicht, Liam. Was ist schlecht daran, sich in zurückgelassener Fracht zu verstecken, um mitgenommen zu werden? Gut, wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Die aber auch nicht. Trojanisches Pferd, ganz einfach. Die Trojaner haben nicht riskiert, im Weltraum zu ersticken. Es gibt Luft. Oh, das ist nicht gut. Liam, Sie sprachen von Piraten. Das ist ein Kettschiff. Ein großes. Kleine Planänderung vielleicht? Okay, es ist ein Kettschiff, aber die plündern doch sonst nicht. Alarm, Liam. Das ändert nichts daran, warum wir hier sind. Verrand finden und abhauen. Irgendwie. Alarm, Liam. Ich weiß, ich weiß. Bewegung! Die Fracht ist eure Bezahlung! Rest zum! Meldung an Kellert! Wir haben blinde Passagiere! Wir haben blinde Passagiere! Dieses Schiff wird definitiv nicht von Cat gesteuert!
Statusbericht. Was ist da unten los? Klingt, als könnten wir ein paar Antworten kriegen. Statusbericht! Zum letzten Mal, meldet euch! Wenn ihr die Buchttore wieder demoliert habt, mach ich euch fertig. Alles unter Kontrolle, nur eine simple Waffenfehlfunktion. Und bei Ihnen? Was soll das? Schalt auf die Buchtkameras. Na, dann bin's raus! Blinde Passagiere, dieses Schiff ist Eigentum des Talon Wing. Und jetzt sind auch Sie unser Eigentum, genau wie der Rest. Und von meinem Eigentum lasse ich mir nicht den Zahltag verderben. Wer ist der Rest und wo haben Sie dieses Ding geborgen? Ich spreche nicht mit Vieh. Mein Kontakt muss hier irgendwo sein. Und noch andere. Sam, hast du uns? Nicht die exakte Position, Pathfinder. Trümmer und Strahlung stören die Scans. Toll, was jetzt? Wir müssen Varan finden, hier lang. Nicht hier lang. Okay, da lang. Kämpfen wir uns bis zu der Tür, durch die sie reinkamen. Sind wir sicher, dass die Gefangenen dort sind? Irgendwo müssen sie sein. Ich glaube, ich habe von diesem Kellert und seinem Wing schon gehört. Soll ein kleiner Fisch sein. Das Schiff sagt was anderes. Ein Zufallsfund? Schwere Gegner voraus! Es kommen noch mehr Böse! Das muss es sein. Zu der Tür! Die Tür ist verschlossen. Können Sie sie an der Konsole öffnen? Na los, wir müssen Varan finden. Wir wissen noch nicht mal den Weg. Das muss doch mal klappen. So läuft das, wenn man aus den richtigen Gründen ein Risiko eingeht. Das bringt nichts, Liam. Ich weiß. Es ist dumm. Es ist alles dumm. Schluss damit. Hören Sie auf zu hoffen und konzentrieren Sie sich. Und schon bröckelt der Zusammenhalt. Was wollen Sie? Nichts. Sie sind wertvoll, aber ich bin nicht dumm. Sie sind auch gefährlich. Verlassen Sie mein Schiff. Das war wohl keine Bitte.
ein Zimmer. An die Zugangspunkte, los! Brauchen Sie Hilfe? Ogi, das nenne ich Timing. Wir wären früher gekommen, wussten aber nicht, wie wir helfen könnten. Siedler sind keine Soldaten. Aber ein Schiffswrack mit mieser Abschirmung? Techniker haben wir, Junge. Oh, ein Spannungsstoß. Diese Bestie mag keine Störungen. Station, alles dreht sich! Liam, Pathfinder, alles okay? Ja, uns geht's gut. Wir standen nur kurz auf der Kippe. Jemand muss im Maschinenraum die Gravitation reparieren. Mach ich's eben selbst. Anscheinend haben wir Ihren Mann verärgert. Kümmern Sie sich um den Kampf, Liam. Finden Sie Verand. Wir halten das Schiff stabil. Ja, verdammt! Sie haben die Karte verloren, Sam? Es ist schwierig, hier ein Prädiktionsmodell zu erstellen. Wände sind keine Böden. Ich fühle mit dir. Da! Genauso seitwärts gekippt wie wir. Also kein Vorteil. Wachsam bleiben. Clowns haben die in dieses Ding reingestopft. Mit so einem Schiff kriegst du Rekruten ohne Ende. Gravitation! Idioten! Kämpfen Sie mit ihm darum. Meldung! Kettgitter mit angaranischem Flickwerk. 40% Funktionalität. Höchstens. Teilweise ausgeschlachtet. Ausgeschlachtet und dann entsorgt. Ein Schrottkasten. Daran ist, dass sich niemand von hinten an uns heranschleichen kann. Sackgasse hinter der Tür. Es muss einen anderen Weg geben. Hinter uns, oben! Erwähnt. Wie gesagt, sie studiert Tech. Kaum zu glauben, dass sie so ein großes Schiff verstecken konnten. Das liegt an der Strahlung und den Trümmern. Jeder halbwegs vernünftige Mensch macht darum einen großen Bogen. Aha. Achtung! Sie kommen zunehmend besser zurecht. Ich gewöhne mich auch daran. So macht man das. Sie sind eingesperrt. Erschießt sie und keine Ausreden mehr. Scheiße. Wir kümmern uns um die Tür. Sie kämpfen. Der Ort macht ihn zu schaffen. Gut, gleiche Voraussetzungen für alle. Scharfschützen hätten wir. Kümmern wir uns um den Rest. Okay, weiter geht's.
Scanner arbeitet an der Abregelung. Was für ein Chaos. Ich kann sie rausholen, aber ich brauche Daten. In dem Raum müsste eine Steuerzentrale sein. Ihr Sam soll sie scannen und mir rüberschieben. Scan-Ergebnisse. Ah, dieser Kerlert hat einfach die Energie umgeleitet. Amateur. Gehen Sie zu diesen Zugangspunkten, Pathfinder. Ich synchronisiere alles mit Ihrem Vorankommen. Okay. Vorwärts, Team. Und so haben sie sich das Schiff unter den Nagel gerissen. Der Typ hat dieses verlassene Schiff wieder flott gemacht und verschwendet es jetzt mit Raubzügen? Manche Leute verschwenden ihre Chancen mit Dummheiten. Mehr brauche ich nicht. Geben Sie mir eine Minute. Und wir wissen ja ein wenig über diesen Kellett. Der Typ ist extrem reizbar. Und dieses Schiff hat ihn definitiv gefährlich gemacht. Ich kenne die Sorte. Kleiner Mann, große Knarre. Ich bin in Ihrem Sicherheitsbereich, falls man das so nennen kann. Da sind die Türen und, oh, Kameras. Schon dabei. Behalten Sie die Monitore im Auge. Da ist Mirand. Und was soll das? Sie haben auch Menschen eingesperrt. Ihre Zeiteinschätzung war falsch, Liam. Kellett wollte die Initiative nicht bald angreifen? Er hat es bereits getan. Pathfinder, wir müssen das beenden. Ich arbeite daran. Gravitationsschwank! Runter von meinem Schiff! Orgi? Bin noch da. Wir finden einen Weg zu den Gefangenen. Das ist der Frachtraum. Schon wieder. Und das heißt, ihr könnt sie nicht sehen. An alle, bereit machen. Ich mag an diesem Kerl einfach gar nichts. Pathfinder, die Tür da oben. Sie war vorhin blockiert. Wie sieht's aus, Bradley? Negativ. Sie müssen scannen und eine manuelle Lösung finden. Wenn wir das hier verschieben, können wir die Tür vielleicht erreichen. Suchen wir die Steuerung. Dorthin müssen wir. Kran bewegen, Tür aufbrechen, perfekt. Überwache noch immer Ihre Kameras. Kellett hat Leute im Gang hinter dieser Tür. Und die Gefangenen? Hinter ihnen. Gehen wir's an. Tür und Kran. Es geht los! Das
ist, als würde man in einer umgestürzten Spielzeugkiste kämpfen. Schluss mit den Vergleichen! Wie viele Piraten hat dieser Kerl eigentlich? Es ist ein großes Schiff. Da lockt die Aussicht auf leichte Beute. Langsam haben wir den Bogen raus, stimmt's? Schalte die Energie für die Tür vor Ihnen ein. Das verriegelt allerdings die hinter Ihnen. Wir drehen sowieso nicht um. Sie wissen schon, dass wir bisher viel Glück hatten. Auf manche Dinge muss man sich einfach verlassen. Können, Entschlossenheit, Verbündete. Das alles haben wir in rauen Mengen. Sie haben sich im nächsten Raum verschanzt, Pathfinder. Ein Scharfschütze, vielleicht zwei. Und Käfige, glaube ich. Danke für die Warnung. Ich muss wissen, was auf der anderen Seite dieser Tür passiert ist. Hallo? Jemand da draußen? Wir sind hier. Gehören Sie zur Initiative? Woher kommen Sie? Handelsschiff aus Kadara. Sind Sie von der Nexus? Ryder. Pathfinder von der Hyperion. Heilige Scheiße! Eine Arche ist gekommen? Geht es Verant gut? Liam, was machen Sie denn hier? Ich wollte nicht, dass Sie wegen dem sterben, was ich Ihnen gesagt habe. Ich hätte es niemals verraten. Spielt aber auch keine Rolle. Kellett hat keine Fragen gestellt. Er hat Sie hier eingesperrt, genau wie uns. Wir sind nur Arbeitskräfte. Das halbe Schiff ist unser Werk. Moment. Kellert hat Sie gefangen genommen, um dieses Ding zu reparieren? Er wollte Lösegeld für uns, aber dieses Schiff blutet ihn aus. Es ist ein Wrack. Er musste wieder Raubzüge machen, nur um es am Laufen zu halten. Also hat er uns arbeiten lassen. Er hat ein Bastlerauto gefunden und die Wartung nicht berücksichtigt. Wir wussten nicht, dass diese Piraten die Initiative bereits angegriffen haben. Er ist nicht wählerisch. Jeder unterdrückt ihn. Jeder wird dafür bezahlen. Das Schiff tauchte auf und wir haben uns ergeben. Schien uns zu dem Zeitpunkt das Klügste zu sein. Wir hatten Hilfe, um bis hierher zu kommen. Und wir brauchen weiterhin welche. Können Sie diese Tür öffnen? Ich glaube, Dace hat an diesen Systemen gearbeitet, bevor das alles passiert ist. Moment! Ich habe den Override, aber wir brauchen Energie. Das Problem ist auf der anderen Seite. Haben Sie gehört? Können Sie die Energie auf Ihrer Seite einschalten? Sind dabei. Wir holen Sie raus. Orgi, haben Sie das alles mitgekriegt? Koriana, können Sie Ihnen einen Weg freimachen? Mit Vergnügen.
sagt, der Override öffnet nur das Schloss. Und das heißt? Bei normaler Gewichtsverteilung öffnet sich dann die Tür. Aber sie steht auf dem Kopf. Sie wird also von der Gravitation festgehalten. Haben Sie gehört, Orgi? Gravitation! Verstanden. Koriada, wir haben die Kurzschlüsse beseitigt. Könnten Sie vielleicht... das Ding drehen? Okay, Pathfinder. Sie haben den Schalter. Energie, Override und festhalten. Reisefahrzeug wartet an der nächstgelegenen Luftschleuse. Scherzkeks. Tanner führt die Evakuierung durch, aber wir müssen verhindern, dass Kellett uns verfolgt. Wo ist er? Maschinensteuerung. Hinter dem Bereich, wo die Gefangenen waren. Okay, die letzten paar Meter, bevor wir Kellett ein Ende machen. Nach all dem habe ich nur eins zu sagen. Ich bin stolz auf all unsere Leute, Pathfinder. Gehen wir es an. Beschwert er sich. Wir haben ihn doch wieder richtig hingestellt, oder? Eingebaute Kühlsysteme? Override! Ich könnte mich vielleicht doch für diesen Plan erwärmen, Liam. Ich auch. Gib die Koordinaten von EOS ein. Was soll das heißen, es reagiert nicht. Alles in den Maschinenraum. Ja, das auch. Dir egal, ob es gerade frisst. Dann war das hier also eine stillgelegte Kettarche? Das ist denen egal. Nicht wahr sein. Sie schlagen Leute, damit sie es in Betrieb hatten. Leite jetzt die Energie zum Öffnen der Türen vor ihnen um. Hoffentlich haben sie keine Zweifel. Wir sind alle dabei. Genau wie die Ich habe ein großes Schiff und werde trotzdem nicht respektiert. Also gut. Es muss nicht so enden. Niemand nimmt mir je wieder etwas weg, Pathfinder. Ich werde sie eigenhändig töten. Kellett hat ein Haustier. Und einen Schild, der seine Energie direkt aus dem Antriebskabel zieht. Halten Sie durch. Wir versuchen, ihn zu hacken. Wir haben eine Schwachstelle gefunden. Gehen Sie zu der markierten Konsole. Wir hacken seinen Schild Port für Port. Sie schaffen das, Pathfinder. Nein, das war mein Koloss. Das alles gehört mir! Schickt Verstärkung! Sofort! Ihre Waffen machen mir gar nichts. Sie können mir nichts anhaben. Fortschritte. Aber Kellett bekommt immer noch Energie. Was jetzt? Kleinen Moment. Wir suchen nach einer weiteren Schwachstelle. Beeilen Sie sich! Gefunden. Liam, sehen Sie sie. Die zweite Konsole.
legen wir ihn lahm, Pathfinder. Setzt die Adi ein. Setzt alles ein. Sie werden seine Schilde hacken. Aber dafür müssen wir an die Konsole. Räumt die Lager leer. Werft ihnen alles entgegen. Sie sind tot. Haben Sie gehört? Und Ihre Nexus ist die nächste. Um den Rest. Das hat er nun davon, dieser Narr. Sind bereit zur Evakuierung, Pathfinder. Kommen Sie zur Luftschleuse, wenn Sie soweit sind. Nehmen Sie sich nicht zu viel Zeit. Mir gefallen die Reaktoren nicht. Wie alles andere. Überbeansprucht. Erzählen Sie mir nicht, dass ein Standard-Shuttle so andocken kann. Ich hab's gesehen. Erzählen Sie es nicht weiter. Da sind Sie ja. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, Orgi. Wir haben alle gerade noch rechtzeitig rausgeholt. Das Innere des Schiffs ist mittlerweile völlig verstrahlt. Moment, da will sich noch jemand verabschieden. Danke, Liam. Ich hatte nicht erwartet, was immer das war. Sie haben ihn selbst ordentlich eingeheizt. Mag sein. Aber es ist gut zu wissen, dass einen seine Freunde nicht im Stich lassen. Und deren Freunde. Wir bringen die Leute dahin, wo sie hin müssen. Die meisten wollen nach Prodromos. Verand sagt, wir kriegen vielleicht einige Angara. Das sind gute Nachrichten. Keine Umwege. Wir haben viel durchgemacht, um alle in einem Stück rauszuholen. Wird gemacht, Pathfinder. Liam? Beim nächsten Mal spielen wir aber nur Karten. Ich bin zu alt für diese Scheiße. Das glaube ich erst, wenn es soweit ist. Das lief doch ganz gut. Alles in allem. Eins noch, bevor Sie loslegen. Es tut mir leid. Ich habe Mist gebaut. Wir haben zwar gewonnen, aber es war knapp. Trotzdem war es das wert. Sie haben Verand gezeigt, dass Pathfinder nicht nur ein Wort ist. Ich sollte aber weniger Risiken eingehen. Kurzum, Sie haben recht. Okay, jetzt Sie. Gut gemacht.
Ist das Ihr Ernst? Ja, obwohl ich mir Schöneres vorstellen kann, als im All zu baumeln. Verstehe ich. Denken Sie, das Ding würde den Sprung zur Nexus überstehen? Wahrscheinlich nicht.